Thank you very much. Thank you. You're welcome. Jetzt musst du mich damit kannst du irgendwas auswählen? Nee?
du, ich erzähle auch mal, ich habe keine Ahnung. Ja, ja, Frick, es passt bestimmt. Ich glaube, wir sind vorbereitet. Ja. Weapons. So. Oh ja. Oh. Gibt es diese heilige Granate noch? Ah, ich glaube, ja, schieß in die Richtung. Genau. Nee, nicht in die Richtung, in die andere. Aber wie schieße ich denn? Ja, aber okay. Irgendwie. Mit der Maus. Du bist einfach sehr pazifistisch unterwegs. Ja, ja, das heißt, ich wollte dich auch gerade hier schießen. Da kommt ja, finde ich gut, finde ich gut. Nehmen wir das? Oder wie? Nee, wie geht das hier? Einfach mit der Maus irgendwie mal ziehen oder so. Ah, ja. Ja, vielleicht kannst du das da einsammeln. Da könnte nämlich tatsächlich so eine, ich glaube, Faust oder was du meintest, drin sein. Boah, hier, die heilige Handgranate oder die Panzerfaust. Jetzt. Ah, das sieht so aus. Das ist ein bisschen dran, habe ich das mal. Oh, du musst mal lange drücken. Ich glaube, es ist länger drücken. Aber was drückst du für den Tast? Ich glaube, man muss das aufladen oder so. Ja. Potenziell kann man das aufladen, potenziell muss man das aufladen. Ja. Aber ich finde es fair von dir, dass du dir denkst, hey, ja, du hast Schaden bekommen, jetzt nehme ich ein bisschen was. Ist sehr friedfertig zwischen euch beiden. Ich bin sehr human. Wie ist das? Auch dein Gesicht zeigen. Ja. Super, cool. Dann gerne immer, genau.
GPS ist, dass er dir auch das Vorgewende ausrechnet. Ja. Ja? Das sehen wir gleich. Ich fahre jetzt einfach mal ein Vorgewende, dass wir gucken können, weil das Rohr von unserem Fahrzeug ist doch recht lang. Wenn man da jetzt schon in der ersten Reihe abladen würde, da würde man ein bisschen in die Bredouille kommen, wenn jetzt da der Feldrand ein bisschen schmaler wäre. Ja. Das ist halt so. Jetzt kommt die Kunst des Umdrehens. Gucken wir mal. Geht schon. Ah, und ihr seht hier, Vorgewende. Der Anhänger steht ein bisschen ungünstig. Der steht ungünstig. Wer hat den da eigentlich hingestellt? Ich weiß es nicht. Irgendjemand wird sich dabei schon was gedacht haben. Oh, absenken wäre auch eine Idee. So, weiter geht's. Wir kommen heute noch zum Ziel. Wir kommen noch zu unserem Reis. Genau, hier an der Seite seht ihr, wie das geerntet wird, reingezogen wird. So, jetzt gab es ja das GPS, gab es ja schon immer irgendwie in Form von Mods, ja. Aber noch nicht nativ. Nein. Und das bedeutet, dass es auch Konsolenspieler nutzen können. Genau. Ja. Und ich glaube, gerade für Konsolenspieler ist es ein Feature, was immer so ein bisschen gefehlt hat, dass man so ein bisschen den Assistant da hat, weil dann irgendwie ständig blieb da mal hier was stehen, da was stehen. Ja, und so kommst du auch in den Genuss von Komfort. Großer Vorteil auch zu dem GPS-Mod, dass man die Bahnen, dass er die selber berechnet und dass man die Bahnen nicht aus dem Eck fahren muss. Ja. Ja, das war immer, also ich kenne das selber, du setzt einen Punkt, setzt einen anderen Punkt und bist dann doch ein bisschen um 2 Grad zu schief. Ja. Und man ärgert sich einfach, weil das Feld dann. Ich weiß nicht, also du ärgerst dich, weil du gesehen hast, dass ich wieder die Hälfte abstehen lasse. Ja, genau. Ja, genau. Aber ich bin da so, mein innerer Zwang, das muss dann immer genau gerade sein. Ja. Und das macht mich wahnsinnig. Wenn ich das dann selber einfahren muss und dann habe ich niemanden, über den ich mich ärgern kann, weil ich mich über selber ärgern kann. So, gucken, jetzt kannst du gleich ins zweite Vorgewende reinfahren. Und genau, am besten nicht aus dem Feld fahren. Nicht gut. Genau. Was man jetzt aber schon gesehen hat, ist jetzt, bevor du die Spur aktiviert hast, er macht einmal die Linien fürs Vorgewende und dann einmal die Bahn, die du dann hinterherfährst. Das heißt, du fährst auf das Feld drauf und weißt sofort, wie du fährst. Ja. Na? Und das ist schon echt praktisch. Genau, ihr müsst gar nicht mal vorher überlegen, wie es jetzt gemacht wird oder so, sondern fahrt einfach die Linie nach. Natürlich, wer es möchte. Ja. Man kann es immer noch selber machen ohne GPS. Ja. Aber ich denke, mit GPS und Helfer, wenn man da jetzt alleine auf so einer Map unterwegs ist, ist doch eine rechte Erleichterung. Plus, es ist ja auch gerade für Einsteiger, die jetzt zum Beispiel noch... Mehr als das geklärt wird, gibt es noch nicht. Das war ein paar Felder. Ja, TTVO war der vorherige Titel, kennt ihr sicherlich auch. Da haben wir jetzt 2 Jahre gemacht und da haben die sich ja noch ein bisschen aufgeschoben zu den Königen des Merchandise. Ja, letztes Jahr hatten wir Ringe, Goldring, TTVO, eine Kette, da hatten wir Hoodies, ja, eigentlich alles, inklusive Socken und Toilettenpapier. Ja, es gibt TTFO und Toilettenpapier. Und dementsprechend haben wir so stark mit die Gangs und dann genau auch machen, wie es sonntags damals beendet, mit diesem riesen Giveaway. Ja, Sonntag, wenn ihr Sonntag hier seid, und dann nochmal wieder hier seid, diesen Sonntag, das ist der große Plan. Am Ende, riesen Giveaway, wir schmeißen euch alles an den Kopf. Vollkommen egal, weil ab Sonntag bin ich dafür nicht mehr verantwortlich, ich muss für die Versicherung. Und dementsprechend macht das nächste Mal. Also die Gegend schmeißen. Wir starten heute mit einem kleinen Spiel und wir müssen ein bisschen was tun, damit die Leute was bekommen. Also wenn ihr gleich was haben wollt, T-Shirts, was auch immer die Jungs mitbringen, dann müsst ihr ein bisschen rankommen. Weil ich kann auch nicht so weit werfen am ersten Tag, nicht, dass ich mir eine Zerro hole oder sowas. Und dann ist Sonntag das große Kilometer direkt mal raus. Das wäre nicht so cool, ne? Also kommt gerne rüber. Ach guck mal, ich mach gleich mal hin. Yeah! Damn! Tag me on Instagram. So, okay. Thank you.
ich jetzt auf die Bühne. Also bitte gleich mit großem Applaus. Hier sind von den Tandem Chambers, David and the Lascars. Over there. You guys need to help them out. That's how we go.
ich glaube, es ist so ein ganz komisches Gefühl, so ein Tempel, der ist so gerade. Thank you.
feel free to try your hand at flying piloting your very own mech. It's a fantasy of everyone. We all love mechs. We all visualize ourselves in a mech flying across the sky, but now you get to experience it in the thrill of battle of Mecha Brain. Let's get started. Already, Team Red is off to crazy of the record start, but Team Wolf is not having it. Already melting Team Red, and we have a neutralization on the board. Still neck and neck. It's the beginning of the game. Anyone can win at this point. We're just here to follow the fight. In this specific game, though, there are forces that are activating, and you need to get on top of them to secure points for your team. Otherwise, you're going to be eliminated. For team dynamic play, it's always better with friends. You hit next like the Hurricane with an absolute insane ultimate coming out of Team Red relentlessly, not giving up. Blue Team is just an absolute powerhouse. The team dynamic is off the charts. And this specific here is a heavy brawler, a heavy attacker with a shield. So whether your playstyle is defensive or on the offensive, there's all sorts of playstyles for you to try in Mecha Brain. Have your thrill of trying your very own mech, being a pilot in the sky or on the ground, having insane, epic battle. Currently, Team Red is scouting the sky, having a little pilot, and enjoying an air duel. Hopefully they'll get up in the sky. Team Blue needs to get up there and take control of the sky just as Team Red is, so they can fire down from above. Looks like they're on top of it. The Team Red is just being relentless. Even though Team Blue is in the lead by 17%, Team Red is not giving up. They're finding victory, finding their rhythm, and finding their team dynamic in Mecha Brain. A fantastic team-based game. Yes.
Ja, ihr habt noch ein bisschen Zeit, Jungs. Ihr habt noch ein bisschen Zeit. Ihr könnt das nicht spielen. Ihr könnt es schaffen. Das ist ein
Es wird hoch kompliziert. Die
letzten Minuten fahren. Der Ball ist, glaube ich, raus. Man möchte am liebsten abkürzen, um einfach nur so schnell wie möglich durchzukommen. Aber es sieht so aus, als wären wir jetzt gleich in den letzten Zügen dieses Spiels. Wenn ihr mitspielen wollt, gleich einfach hier mit dabei sein. Wir haben 9 Plätze, die vergeben werden. Ihr seht oben rechts den Timer. Hier, jetzt auch nochmal groß gesehen, das sind die letzten 3 Minuten, die wir nochmal durchspielen werden. Das ist quasi der vorgegebene Timer des Spiels. Und das sind dann die Challenges, wenn ihr morgen auch noch hier seid, oder übermorgen, oder Freitag, Samstag, Sonntag, dann könnt ihr das hier immer spielen. Und wenn ihr dann die Tagesbestzeit habt, bis 19 Uhr, dann seid ihr mit dabei im Bootcamp. Heute gibt es das Bundle, morgen gibt es das Bootcamp. Das ist so kompliziert, das hinzubekommen, vor allem wenn diese Walze von hinten kommt. Das könnte jetzt mal gut sein. Das ist hervorragend. Schaut euch an, was für eine Beinkontrolle. Das ist wirklich hervorragend. 2,24 noch. Dann wird der Ball wieder verloren. Aber der Fokus hier vorne ist beneidenswert gut. Hier sehen wir den Kollegen auch nochmal eingeblendet. In Weiß ist der aktuell Führende und ist hier so gut mit dabei. Jetzt ist das vorbei und ein Lichter daneben. Er hat keine Miene. Er zieht keine Miene. Unendlich boost hier. Das heißt, man kommt wieder ganz gut durch. Jetzt kommt man jetzt hier die Walze. Pass auf, da kommt die Walze. Und er versucht den Ball so ein bisschen hinter zu legen, um hinter die Walze wieder zu kommen. Dann wird er wieder ein bisschen weiter. Es geht hier auch ums Timing. Nicht umsonst ist das hier hart. Erster Challenge-Sieger auf der Gamescom 2024 ist gleich gekürt. Noch 1,5 Minuten. Die Razer Coach GG, da meldet ihr euch an und dann könnt ihr hier mit dabei sein. Und dann könnt ihr auch bei wahnsinnig vielen Gewinnspielen mit dabei sein. Seht überall QR-Codes. Geht auch mal hier um die Ecke, da ist der Fotobox mit der Art Gift-Fotobox. Dazu gibt es noch Getränke, die ihr euch gratis mitnehmen könnt. Isotonische Getränke von der Innovationskasse, damit ihr immer hydrated bleibt. Denn das ist auch sehr, sehr wichtig für diesen Sport. Dass man nämlich nicht einfach nur spielt, sondern auch an sich qualifiziert hätte. 50 Sekunden noch. Und immer wieder auf die Wanze. Jetzt sieht es wieder ganz gut aus, da kommt die Wanze. Jetzt wollte ich wieder nach hinten bringen, aber es geht dann nicht. Glaube ich, kommt nicht mehr durch. Das hier dürfte dann jetzt gleich sicher sein. Level 6 beim Dribbling. Das ist schon krass. Hier ist ein bisschen zu viel Tempo raus. Neuer Versuch, das sieht gut aus. Das sieht hervorragend aus. Jetzt kommt die Schwierigkeit. Und jetzt das Tempo und wieder ist die Beinkontrolle weg. Die letzten 10 Sekunden. Nicht wundern, wenn das Spiel gleich zu Ende ist und ihr nicht mehr weiterfahren könnt. Ich gönn's ihm, dass er es jetzt schafft und jetzt hat er es auch nochmal geschafft. Das ist nochmal das Statement. Hinterher mit einer keiner Bestzeit, aber trotzdem überragend gespielt. Hier vorne ist der Kollege, du hast gewonnen. Schön, dass du mitgespielt hast. Alle die, die gerade schon gespielt haben, stehen jetzt bitte einmal auf und machen Platz für 9 weitere Spieler. Wer jetzt noch mitspielen möchte, kommt bitte einmal hierher. Kommt zu den Kollegen, die alle die Razer-Shirts anhaben. Wenn wir nicht genug haben, dann macht die einfach nichts weiter. Also, du kriegst auch einen Preis, genau, du kommst auch gerne mal mit hoch. Währenddessen wechseln wir einmal hier durch. Also wenn ihr diese Map mal für 10, 15 Minuten ausprobieren wollt, dann kommt gerne mit hierher und probiert nochmal mit ab. Moin! Hi, grüß dich! Du bist der? Justin. Justin. Hervorragend Spiel, komm mit mir in die Mitte der Bühne. Wie fandest du die Map? Sehr gut. Dieser Parcours ist nicht mehr, aber er ist abgedacht gleich stehen. Und das gibt euch die Möglichkeit, besser zu sein als ihr andere. Dann könnt ihr hier mit diesem Transformer-Easy-Computer spielen. Problemlos. Genau, da kommen die Mason. Sehr schön. Wo seid ihr denn hier? Stark? Mega. In Trick. In Montour. Hier sind noch ein Platz. Wer will noch nicht spielen? Ja,
League Casting. Wir suchen talentierte Rocket League-Spieler. Ich spiele jetzt nicht 3 gegen 3, das spielen wir später, sondern ihr spielt einen Parcours und versucht so weit wie möglich zu kommen, die beste Zeit zu liefern, so viele Level wie weit zu bekommen. Und dann gewinnt ihr eine dieser Tastaturen. Sobald wir fertig sind, können wir auch loslegen. Und ihr seid natürlich voll im Team von den beiden hier. Ihr müsst immer dahinter stehen und voll abholen. Ne? Mega geil, mega geil. Your roads to victory. Wir suchen Game Changer. Wir wollen euer Potenzial entfalten. Vielleicht wisst ihr noch gar nicht, dass ihr das Potenzial habt, bei Rocket League so gut zu sein. Ihr werdet unterstützt beim Bootcamp. Ihr kriegt Power. Ihr kriegt nochmal die richtige Ernährung. Ihr kriegt isotonische Getränke. Es gibt ganz, ganz viel, was Eraser euch bietet. Zusammen powered bei Intel und mit dem Gesundheitspartner immer noch Schlauspasse. Was da alles möglich ist. Und dazu immer wieder, guckt euch diese QR-Codes hier an, immer wieder scannen. Ich kann es nicht häufig genug sagen. Und ich werde es irgendwann einfach zu häufig gesagt haben. Aber diese QR-Codes müsst ihr scannen. Auch dort vorne, zum Beispiel an diesem beweglichen Computer, wenn ihr das scannt, genau, der Kollege zeigt es an, auch wenn er kein Kollege ist. Aber er macht es. Weil wenn ihr da ankommt, dann könnt ihr unterschiedliche Dinge gewinnen. Ihr könnt zum Beispiel auch einen riesen Computer gewinnen. Ein Monsterteil, das dort wirklich ist. So, wie ist die Stimmung hier vor? Seid ihr heiß? Nee, wie ging es bei Rocket League? Ganz schlecht. Und du? Okay, aber geil, dass du mitmachst. Überragend, auch geil, dass du mitmachst. Das ist hervorragend. Denn das ist der Applaus, der faire Applaus. Sehr schön. Habt ihr Fernsehen? Habt ihr irgendwie so Dinge, die ihr macht, um auch gegenseitig mit anzustoßen? Er schon, oder wie? Der Trainer spielt auch gleich. Bin mir relativ sicher. Alright, sind wir bereit? Dann können wir mal starten. Rocket League, your road to victory von Eraser. Eraser.gg. Anwendung aus Nachschau. Also, ihr seid dieses Auto und ihr müsst versuchen, so weit wie möglich zu kommen. 2015. Es sind fast 10 Jahre her, dass Rocket League rausgekommen ist. Und das hat sofort die Welt Sturm erobert. Innerhalb kürzester Zeit gab es zahlreiche Downloads. Millionen wurden geknackt. PlayStation hat mal lange gezählt. Und ganz im Ernst, es ist halt auch total wichtig, dass dieses Spiel so kann. Hier unten links kann man schon extrem schwimmen. Ich habe mich nochmal ein bisschen ausgerichtet. Und jetzt weiter springen. Wir kriegen sie gerade schon im Bett. Wo sind wir denn hier? Unglaublich gut. Sebastian, ich gehe mal ein bisschen runter. Guck mir das auch mal vor Ort an. Wir sind ein paar Leute sehr, sehr gut. Dann gehe ich mal kurz zum Coach. Wie schlagen Sie sich? Schlagen Sie sich? Ja, Fußballplatz. Wir haben Fußballplatz. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist. Aber hervorragend. Und durch das Team. Auf eine Runde weiter. Hier ist schon jemand im Parcours unterwegs. Wo ist denn der Schwung? Und nicht mehr knapp im Strom. Parcours. Ihr müsst alle diese kleinen Lichtsäulen, die von unten kommen, die Boosts, müsst ihr aufsammeln, die hier. Und dann durch die entsprechenden Felder durchziehen. Es wird euch quasi vorgehen, was ihr nicht müsst. Wenn ihr da dann durchkommt, dann geht es ins nächste Level. Ich glaube, es sind immer so 10 Level pro Runde, um so weit zu kommen wie möglich. Und dann im besten Fall auch noch schnell. Hier kommt das Trampolin. Man hat natürlich nicht mehr Probleme. Ihr müsst mit dem Fußball. Es ist hier alles von Klappen. Auf der einen Seite die Qualität haben zu kriegen. Auf der anderen Seite auch Fußball. Was ganz wichtig ist, haben wir zum Beispiel. Das reicht noch nicht. Dann muss ich ein bisschen mehr noch mal hier durch. Dann springt jetzt an die Wand. Genau, Bei Rocket
Ich würde es vielleicht nicht ganz
Sonnenschein. Da hast du natürlich den Ball, kannst sehr viel Platz freimachen. Und das muss eigentlich auch der erste Treffer sein. Zack, über die Ecke. 1-0. Das ging doch sehr, sehr schnell. Mal schauen, ob das jetzt hier noch ausmachen wird. Wir haben gesehen, dass es klappt. Man muss es nur irgendwie hinkriegen. Ja, man muss es nur wollen. Den Spielern vorbeizukommen. Ja, wir spielen dann gleich auch, ne? Meine Zeitgenehmigung auch noch. Ja, ja, ja. Mhm. So oder so. Ja, aber das dürfte wahrscheinlich auch hier.
if you have different teams, for example, that have a really good sound system, and then you sit here in the car, like, you have an amazing sound system. It's probably the best you can have, you know, because it's a very controlled, and the speakers are all designed around it, and then you put a game like this. Boah. Oh ja, oh ja.
entspannt. Entspannt. John und Gabriel, die sind entspannt. In der Mitte haben wir unsere Tryhards. Aber ich würde mal sagen, da warten wir nicht lange auf die Kamera, da wird gleich losgestartet. Das heißt, ich ziehe mal
10 Karten kann ich dann entscheiden, ob ich den Gegner nicht mehr blocke oder ob ich Schaden nehme und damit den meinem Zug machen. Und damit genau den in meinem Zug dann angreifen. Also kann man sich so ein bisschen wie in der Arena so vorstellen. Entweder ich schaue halt zu oder ich bin die ganze Zeit verteidigen. Wir haben bei einem Spiel verschiedene Farben. Und zwar haben wir hier einmal Blau, Gelb und Rot. Die Farben sind jeweils um Ressourcen zu bezahlen. Also bei anderen Spielen wie bei Magic zum Beispiel kennt man das ja, man nutzt seine Länder dafür. Hier muss ich halt meine eigenen Handkarten dafür dann nutzen. Okay. Also in dem Fall wäre das so, eine blaue gibt 3 Ressourcen, eine gelbe 2 Ressourcen, eine rote gibt 1 Ressource. Das wäre dann so, wenn ich jetzt, sage ich mal, ich möchte eine Karte spielen, die 1 kostet, muss ich die hier abschmeißen. Dann habe ich 3 Ressourcen, von denen geht eine schon Waffe weg. Die Karte kann ich spiele, habe 2 noch übrig, die ich dann für andere Karten, die ich spielen möchte, oder Fähigkeiten, Effekte, kann ich die dann verwenden. Habe die dann noch übrig, bis zum Ende des Zuges. Am Ende des Zuges werden alle Karten, die ich für Ressourcen benutzt habe, auch wieder unter das Deck gelegt. Also die gehen auch nicht verloren. Jetzt geht es darum, sind jetzt am Angreifen drin. Alle Karten, also die meisten Karten haben hier Blockattacken. Das heißt, ich entscheide dann damit, nehme ich die auch für den nächsten Zug selber anzugreifen oder nutze ich die jetzt, um den Schaden dann damit zu blocken. Das ist so ein bisschen das, wo man so ein bisschen Fingerspitzengefühl entwickeln muss bei einem Spiel. Einfach, wenn ich jetzt alles umfange, oder nehme ich jetzt den kompletten Schaden auf mich und kann aber dafür mehr Schaden machen. Ja, klar. So ist das Grundprinzip. Ich habe in jedem Zug habe ich eine Aktion. Also ich habe immer einen Aktionspunkt. Das heißt, ich kann eine Aktion machen, dann wäre theoretisch mein Zug beendet. Es gibt aber Fähigkeiten, die erlauben, dann nochmal eine neue Aktion zu machen. Also auf den Karten zum Beispiel, hier steht das drauf. Go again, das heißt gain an action point. Das heißt, ich kriege dann wieder einen Aktionspunkt dazu, wenn ich eine damit benutzt habe, kann dann wieder eine neue Karte benutzen. Haben nicht alle, aber viele. Und so baue ich dann langsam meinen Angriff dann auf und kann halt auch die eine oder andere Karte mehr spielen. Okay. Ich kann gerne mal eine Runde spielen. So, dass ja, das wäre, glaube ich, das Beste, dass man ja da mal... Kann man so ein bisschen... Weil die Theorie selber hört sich nicht schlecht an. Ja. So it definitely has to be like a certain criteria in order for us to find a reason to actually use this. So one of these would be either, you know, it was never localized or brought to a specific region of the world. So for example, when we came out with this Holy Night, it was a game that was only to this region. So one,
it's a... Let me start. One second. Yeah.
Wir wollen nur das Geld rausholen.
boah, scheiße, scheiße, scheiße. Und denkst du, fuck, Alter, boah. Gerade so hinter dir. Wir sind nebeneinander. Cool, ja? Warte mal, wie? Hast du eine andere? Oh, shit, hier ist so, scheiße. Du musst mich recht. Ja, du hast mich recht. Ich kann so ein Ding hier aufbauen. Okay, was ist das? Was ist das? Ja, ja. Das habe ich nicht. Ich habe mal einen Platz. Ich habe einen Platz. Du hast auch eine andere Waffe. Ich habe hier. Ich habe einen Platz. Ja, ja, so ein Schild. Okay, that's okay.
Nürburgring, denke ich, habe so 200, 300 Runden aufgekommen. Das ist erst. Thank you.
für den Split sogar ein bisschen langsamer als unser erster Fahrer heute, aber immer noch 17 Sekunden der Vorsprung. Das sieht sehr, sehr gut aus. Jetzt kommt aber nochmal wirklich eine Sektion im letzten Split für die letzten 2 Kilometer, die es in sich haben. Hier links der Runde Richtung dem letzten Dorf. Da muss man aufpassen, da verliert er das Auto! Ja. Zu übermotiviert reingegangen und das kostet jetzt wirklich nochmal richtig Zeit. Ja, aber ich glaube, im Gesamtergebnis dürfte es immer noch durch den starken Vorsprung. Da wird er so 7, 8, 9 Sekunden verloren haben, würde ich mal schätzen. Aber jetzt muss er noch hier durch das letzte Dorf. Auch hier, Bodenwellen, soweit das Auto reicht, die schwierigste Passage nochmal zum Abschluss. Vorsicht walten lassen hier Richtung Casino. Rallye 2 geht nochmal auf die nächste Runde hier in Berg runter. 8 Kilometer auf der Rallye Monte Carlo. Hier beobachten wir den Start. Da hat schon mal eine kleine leichte. Ja, die erste Anhalte, die Position. Aber das war alles noch nicht. Das ist wirklich dramatisch. So, links 3 und rechts 4. Hier kann man so ein bisschen tatsächlich auf der rechten Seite den Schotter mitnehmen, um da so leicht abzukürzen. Es gibt ja bei den Beifahrerabzahlen immer auch diese kleinen Momente, wo sie kleinen Tüssen reisen, die Don't Cut. Die Bitten, zum Beispiel, dass man nicht unterhalten soll. So die gleiche kleine Information des Beifahrers und das ist die Leitplanke. Das tut richtig weh. Und wenn das nicht hat, hat er da auch schon kleine Reifenschaden mitgenommen. Und hier nochmal, da sieht man wirklich, wie anspruchsvoll das ist. Und da könnte ich mir vorstellen, dass wir schon leichte Reifenschaden mitgenommen haben. Das macht das Auto noch schwieriger zu kontrollieren.
Thank you.
Ich
Thank you.
weil es